Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr heute wieder mit bei mir seid. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr seid gesund und munter. Am Anfang möchte ich mich wie immer ganz, ganz herzlich bei euch bedanken fürs Liken, fürs Abonnieren, fürs liebevolle Kommentieren, für die Wertschätzung, die ihr mir und meinem Kanal auf verschiedenen Wegen entgegenbringt. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, lieber Wassermann oder der, die du hier auf einen Wassermann schaust, heute schauen wir wieder gemeinsam, wie es denn in Sachen Liebe, Liebesverbindungen im Monat März bei dir aussieht. Dabei ist es völlig egal, ob du hier auf einen Wunschpartner schaust, auf eine bestehende Verbindung schaust, auf einen Ex-Partner schaust oder vielleicht sogar auf jemanden, mit dem du gar keinen Kontakt hast. Und zwar habe ich die Legung so aufgebaut, dass ja deine Energie als Zuschauer ist, hier die Energie deines Gegenübers für euer Miteinander und dann habe ich noch ein paar Orakelkarten erbeten. Falls du während der Legung bemerkst, dass du doch eher hier bist und dein Gegenüber doch eher hier, dann dreh dir das bitte um, dann ist das spiegelverkehrt, das kann passieren. Es ist auch wie immer eine allgemeine Legung, sie kann auf dich zutreffen, muss es aber nicht und ich versuche auch geschlechterneutral zu deuten. Falls mir das nicht immer gelingt, dann dreht euch das bitte um. Da ich ja als Frau sitze und für euch was Kollektiv lege, deute ich die weiblichen Karten immer für den Zuschauer und die männlichen Karten immer für das Gegenüber, egal welches Geschlechts du bist. Ich versuche das Wort Mensch zu benutzen, sodass es geschlechterunspezifisch ist und dass ihr euch das besser in eure Situation umdrehen, umdenken und umdeuten könnt. Zu dieser Legung gibt es auch wie immer eine erweiterte Legung auf Vimeo. Den Link dafür findest du unten in der Infobox und ich pinne das auch nochmal in den Kommentaren an. Wenn wir uns dort wiedersehen, würde ich mich ganz, ganz sehr freuen, wenn dich das interessiert, wie es denn hier weitergeht mit deinem Herzensmenschen, was dieser über dich denkt, über eure Verbindung für dich fühlt, wie dieser Mensch in den nächsten Schritten auf dich zukommt, was er oder sie denn unternehmen wird in deine Richtung, wann das denn ungefähr passiert und wie du dich denn am besten in dieser Verbindung verhalten solltest, damit das Ganze positiv voranschreiten kann. Wie gesagt, wenn dich das interessiert, den Link dafür findest du unten in der Infobox. Gut, dann ist, glaube ich, soweit alles gesagt und wir starten in deine erste Karte im Monat März. Und dann habe ich hier die 6 der Schwerter. Also du bewegst dich von etwas weg. Von einem Menschen, von einer Situation, vielleicht auch von deinen Gedanken, ne, von der Vergangenheit. Also irgendetwas, wo du dich gerade befindest, ist nicht mehr zu hundertprozentig stimmig und du möchtest dieses Ufer verlassen. Und möchtest an ein neues Ufer anlegen, wo du dich wohler fühlst, wo du dich geborgener fühlst, wo du vielleicht auch deine Ängste zurücklässt. Na? Auf dieser Fahrt dorthin beschäftigst du dich nochmal mit deinen Ängsten, mit deinen Gedanken, auch mit dem, was in der Vergangenheit passiert ist. Und dann steigst du aber aus diesem Boot aus und lässt diese Schwerter in dem Boot zurück. Ja, also sobald du den Fuß auf die neue Erde gesetzt hast, auf das neue Ufer gesetzt hast, ist es wie, und ich nehme auch wahr, dass du diesen Mantel dann abnimmst und auch im Boot zurücksetzt, als würdest du dich befreien von etwas. Ja, das könnte auch nachts in deinen Träumen sein, ja, dass du nachts irgendwo übersetzt und in deinen Träumen einiges transformierst. Das hat was mit Ängsten und Erlebnissen zu tun, kriege ich rein. Und das lässt du zurück. Ne? Die Sechster Schwerter kann auch eine Reise darstellen oder einen Umzug darstellen. Das kriege ich aber eher nicht so rein. Die Reise, das kann eine innere Reise sein, um hier einiges zu bereinigen. Ne? Was in der Vergangenheit passiert ist, vielleicht auch mit diesem Menschen. Ne? Und hier spielt nachts und abends eine große Rolle. Und dann habe ich hier die drei der Stäbe. Und sobald du das getan hast, sobald du das hinter dir gelassen hast und das in dem Boot gelassen hast und den Fuß auf die neue Erde, auf das neue Ufer gesetzt hast, dann wird sich dir hier eine Brücke zeigen. Also irgendwas war in deinem Leben, wo du das Gefühl hattest, ich stehe hier auf diesem Felsplateau und will hier rüber und ich komme dort aber nicht hin. Da gibt es keinen Weg. Und jetzt gibt es hier aber eine Brücke oder eine Leiter, wo du drüber gehen kannst. Und die drei der Stäbe, das ist ja auch das, was du ins Außen gesendet hast. Na, also du könntest hier einen Wunsch manifestiert haben, einen Wunsch nach oben abgegeben haben über eine längere Zeit. Und jetzt schenkt dir das Universum eine Leiter oder eine Brücke, damit du da drüber gehen kannst und damit du das in Empfang nehmen kannst.
Das hat was damit zu tun, dass du deine Ängste, deine Glaubenssätze, deine Verhaltensmuster, die Dinge, die in der Vergangenheit passiert sind, loslässt. Und dann wird dir sofort hier der Weg gezeigt, dort, wo du hin möchtest. Spannend. Und dann habe ich hier die 5 der Stäbe. Die 5 der Stäbe, das ist so die Karte des Gerangels, ne? Des so miteinander Feitens. Was ich hier reinkriege, ist, das könnte auch ein innerer Kampf sein, ein innerer Konflikt sein. Wie man denn das hier am besten erschafft, ob man das überhaupt erschaffen möchte. Also hier könnten innere Anteile sein, die sagen, aber hier war es doch gar nicht schlecht an dem Ufer. Oder wir müssen das doch gar nicht alles loslassen. Hier kriege ich vor allem die 3 der Schwerter rein, ne? Weil ich die Karte hier so gelegt habe, sehe ich hier die 3 der Schwerter. Es geht auch darum, Herzschmerz loszulassen. Das, was dich lange belastet hat, das, was dir lange Kummer bereitet hat. Ne? Also hier sind verschiedene Anteile. Der eine sagt, komm, lass uns hier was Neues aufbauen. Lass uns hier die Blockaden angehen. Lass uns hier einen neuen. Ein neues Plateau erforschen und die anderen sagen, nee, lass uns doch lieber hier bleiben. Na, ich nehme ja auch wahr, wenn einer hier eine falsche Bewegung macht, dann geht es ja nach unten. Ne? Ein Stück zu viel zurück, dann geht es hier nach unten. Hier ist auch irgendwas zu eng geworden in dir. Irgendwas ist zu eng geworden, deswegen muss es rausgehen. Ja, in deinem Herzen und in deiner Seele. Irgendwas ist zu eng geworden. Und das kann aber auch eine Menschen im Außen sein, die nicht wollen, dass du hier in den Aufstieg gehst, kommt gerade, die nicht wollen, dass du hier rüber gehst, weil sie das selber nicht hinkriegen. Ne? Aus diesem Grund. Ne? Hier mischt sich jemand ein, gibt seinen Senf dazu, gibt vielleicht auch seine Energie dazu, weil man nicht will, dass du den Weg hier rüber findest. Ne? Weil man das selber. Das machen diese Menschen aber auch aus dem eigenen Mangel heraus, ne? Aus dem eigenen Mangel, aus Neid. Ja, also einfach, weil man das dir nicht gönnt, ne? Also eine niedere Energie im Außen. Ne? Aber dir wird es trotzdem gezeigt, ne? Und du wirst darüber gehen. Ne? Besteht gar kein Zweifel. Und dann habe ich hier das Ass der Schwerter. Es gibt hier Chancen und Möglichkeiten, um zu klären, um zu kommunizieren. Dabei könnte man auch federn lassen. Ne? Also hier spricht man vielleicht auch über das, was in der Vergangenheit passiert ist. Also hier gibt es Chancen und Möglichkeiten, eine Entscheidung zu treffen, zu klären. Ne? Die Entscheidung wirst du treffen, dass du dich hier von dem wegbewegst. Und das geht mit Kommunikation einher. Ne? Wahrscheinlich mit diesem Menschen. Also hier gibt es Chancen und Möglichkeiten auf Klärung, auf Kommunikation, auf etwas zu bereinigen, hier eine Entscheidung zu treffen. Ne? Und da könnten Federn gelassen werden. Es ist aber eine lichtvolle Kommunikation, kriege ich rein. So, dann schauen wir mal bei dem Gegenüber. Da wollten ganz viele Karten raus. Also hier besteht Mitteilungsbedürfnis. Dann habe ich hier die 8 der Münzen. Also hier ist jemand bereit, an dieser Verbindung mit dir festzuhalten und zu arbeiten. Hier hat jemand auch lange an seinem Selbstwert gearbeitet, an seiner Selbstachtung gearbeitet und an seiner Selbstliebe gearbeitet. Ja? Hier ist jemand schon drauf und dran, die letzte Münze fertigzustellen. Ja? Also hier möchte jemand weiter an dieser Verbindung festhalten und weiter an dieser Verbindung arbeiten und auch seine Wünsche, Werte und Bedürfnisse dir nahe bringen? Ne? Hier ist diesem Menschen auch ein Licht aufgegangen. Man arbeitet ja auch wirklich hart, Tag und Nacht kriege ich rein. Und man möchte hier an der Fruchtbarkeit auch arbeiten zwischen euch. Und dann habe ich hier die 7 der Stäbe. Die 7 der Schwerter. Jemand arbeitet auch an diesem Verhalten, was man hier an den Tag gelegt hat, dir gegenüber.
Ja, die sieben der Schwerter, das ist so die Karte, ich stehle mich heimlich still und leise davon. Ja, das ist so eine Ghosting-Karte, das ist so eine Karte, ich ziehe mich raus. Aber meistens merken diese Menschen dann, wenn sie sich rausgezogen haben, ich habe mich ja hier selber um was Schönes gebracht, ich habe mich ja hier selber verletzt. Wie komme ich denn jetzt wieder zurück? Na? Und das Spannende ist an dieser Karte, man nimmt hier vier Schwerter mit. Also dieser Mensch könnte aus seinem Feld gegangen sein, um zu heilen, um hier wieder Kraft zu tanken, um hier wieder Energie zu tanken. Und hat hier drei Schwerter zurückgelassen. Also zwischen euch gibt es irgendwas zu klären mit drei der Schwerter. Na, das habe ich ja auch bei dir gesehen. Na, also da gab es Herzschmerz, da sind Tränen geflossen, da ist man tief durchbohrt worden im Herz. Und das gilt es hier zu klären. Und das aber auch zurückzulassen, weil man bewegt sich ja hier auch von den drei der Schwertern weg und du hier auch, ne? Also vorhin, wo ich die Karte so drauf gehalten habe. Ne? Also das ist in eurem Feld und das ist wahrscheinlich das, worum es hier geht. Ne? Und dann habe ich ja auch wieder die Äpfel, die Fruchtbarkeit. Und dann habe ich hier die Acht der Kelche. Also zwischen euch gab es viel Gefühl. Sehr viel Gefühl und man hatte auch manchmal das Gefühl, man ertrinkt hier in diesen Gefühlen. Also hier sind ganz, ganz viele, ganz, ganz große Gefühle da zwischen euch und man hatte ja auch das Gefühl, dass man hier zeitweise darin ertrinkt. Hier brennt auch ein Feuer, ne? Dieser Mensch brennt auch für dich und man macht sich ja aber auf den Weg zu den Zehn der Kelchen. Weil das, wie es in der Vergangenheit war, das war einfach nicht befriedigend, das war einfach nicht stimmig, das war kein fruchtbarer Boden, das war auch manchmal zu viel Emotion, zu viel Gefühl. Ne, Emotion, das können ja auch Ängste in diese Menschen getriggert haben. Man macht sich ja auf den Weg, lässt das zurück. Ne, hier ist ja auch viel verschütt gegangen, ne? Das ist ja nicht mehr an den Kelchen drin, das ist ja hier umgefallen. Ja, und man macht sich ja auf den Weg zu den Zehnderkelchen. Man ist auch bereit, diesen Berg, diese Blockade zu erklimmen, weil man sieht ja hier auch den Weg. Und man sieht, wo dieser Weg hingeht, nämlich ins Licht, nämlich in die Sonne, in den Erfolg, in das Glück, in die Liebe, in die Geborgenheit, in die Wärme. Ja, ne, da braucht man dieses Strohfeuer hier nicht mehr, ne, weil man wird hier eine ganz, ganz große Wärme erfahren im Innen und im Außen. Und dann habe ich hier die sieben der Stäbe. Auch dieser Mensch ist damit beschäftigt, sich zu verteidigen und seine Wünsche, Werte und Bedürfnisse zu verteidigen, weil man hier auch von außen angegriffen wird. Also ihr könntet so ein bisschen das gleiche Thema haben, dass Menschen im Umfeld nicht wollen, dass hier geklärt wird, dass hier weiter aneinander festgehalten wird und gearbeitet wird. Ne? Dass dieser Mensch sich auch angegriffen fühlt vom Umfeld. Es kann eine Familie sein, es kann ein Job sein, es kann ein Freundeskreis sein, es kann alles sein. Ja, und dass man sich davon wegbewegt. Ne? Man könnte sich auch hier von einem Umfeld wegbewegen, was einfach nicht mehr stimmig ist. Ne? Das könnte auch dieses Umfeld sein, dass man sagt, ihr habt mir so viel angetan mit den drei der Schwerter. Ich nehme jetzt meine vier der Schwerter und gehe in die Heilung. Mache mich auf den Weg zu den zehn der Kelchen. Ihr könnt mich ja alle mal. Ne? Das ist ja Angriff. Dieser Mensch verteidigt sich selber und seine Wünsche, Werte und Bedürfnisse. Er ist ja auch schon auf den Knien. Ich kriege das aber eher als Erdung rein, ne? Weil man da stabiler ist. Na? Und dieser Mensch ist ja aber auch auf einem anderen Plateau. Also hier gibt es auch energetische Unterschiede. Ne? Also das könnten wirklich diese Menschen aus dem Mangel heraus tun, aus dem Neid heraus tun. Weil man das anderen nicht gönnt und weil man es selber nicht hinkriegt. Ne? Also, wie ich das schon bei dir gesagt habe. Und dann habe ich hier die Neun der Münzen. Und wenn man das geschafft hat, sich aus diesem miesen Umfeld hier zu befreien, dann kommt man in den Selbstwert und in die Selbstliebe und erlangt hier etwas, wo man sich wohlfühlt, wo man sich geborgen fühlt, wo man das Leben genießen kann und vielleicht auch die Liebe genießen kann. Na? Und du bist auch jemand für diesen Menschen, der oder die das so ausstrahlt. Na? Absolute Fülle im Innen und im Außen, wo man miteinander die Zeit genießen kann. Na? Also ihr habt ja so ein bisschen
das gleiche Thema, euch abzugrenzen von Menschen, von Dingen, die euch nicht mehr gut tun. Wo ihr auch darüber hinausgewachsen seid, überhaupt Zeit mit diesen Dingen zu verbringen. So, dann schaue ich mal in eure gemeinsamen Karten. Und dann habe ich hier die zwei der Münzen. Hier möchte wieder Balance reingebracht werden in diese Verbindung. Der Ausgleich möchte reingebracht werden. Na? Hier habe ich auch zwei Schiffe, die aufeinander zusteuern. Ihr habt ja auch Sehnsucht nacheinander. Na, also hier möchte wieder das richtige Maß gefunden werden, die richtige Balance gefunden werden, der richtige Ausgleich gefunden werden. Und hier ist auch was, hier ist ein Baum, ne? Der trägt Früchte. Also das möchte auch Früchte tragen zwischen euch. Ne? Also hier möchte etwas gedeihen, hier möchte was geerntet werden. Ne? Die Äpfel sind ja auch schon reif. Ne? Hier ist was in der Fruchtbarkeit. Ne? Und hier steuern zwei Schiffe aufeinander zu, die Sehnsucht nacheinander haben. Ist auch eine Bewegungskarte. Ne? Also hier möchte Ausgleich stattfinden, Balance stattfinden. Ne? Hier möchte der richtige Stand gefunden werden, wo man stabil und fest steht in dieser Verbindung. Und dann habe ich hier die Kraft, kann für das Sternzeichen Löwe stehen. Also hier kommt wieder jemand auf dich zu und bittet dich wirklich von Herzen um Verzeihung, um Vergebung. Auch wie man sich ja als Bestie verhalten hat. Ne? Hier ist ja die Schöne und das Biest dargestellt. Ne? Dass man sich vielleicht schlecht dir gegenüber benommen hat. Das ist eine sehr kraftvolle Verbindung, die ihr hier habt. Die kostet auch Kraft, aber ihr habt die Kraft dazu. Ihr habt die Kraft, den Mut und die Stärke dazu. Hier möchte auch etwas wieder in den Fluss kommen. Ne? Ich habe hier die liegende Acht. Du bist auch für diesen Menschen der oder diejenige, von der man sich berühren lässt, auch das Herz und die Seele berühren lässt und von der man sich auch zähmen lässt. Na, also für dich kann sich dieser Mensch auch im Zaum halten, na, auch was Dinge und Verhaltensweisen betrifft. Ja, also man geht hier auf die Knie vor dir. Und das habe ich ja. Ja. Ja, also man möchte diese Verbindung auch erden. Und man kriegt von dir auch so eine sanfte Berührung. Ne? Also so eine sanfte Berührung bekommt man von niemand. Sehr, sehr gefühlvolle Berührung. Ihr könntet ja auch sehr, sehr unterschiedlich sein, ne? Also hier könnte es einen großen Altersunterschied geben, hier könnte es einen kulturellen Unterschied geben, einen Unterschied in der Weltanschauung, im Charakter. Und deswegen könnten hier auch so viele gegen diese Verbindung sein. Und das interessiert euch aber nicht. Ihr habt hier euren Rahmen, in dem diese Verbindung stattfinden darf und soll. Na? Es kriegt eine schöne Energie rein. Ihr werdet es hier wieder schaffen, Balance reinzubringen und Kraft reinzubringen in diese Verbindung. Und Frieden reinzubringen. Und dann habe ich hier den Bube der Stäbe. Also hier gibt es Impulse. Kreative Impulse, leidenschaftliche Impulse. Ich kriege hier auch so das Lied rein, das Wandern ist des Müllers Lust. Hier macht sich jemand auf den Weg zu dir. Ne, hier beginnt jemand loszulaufen, zu wandern. Hier möchte jemand mit dir gemeinsam wandern. Das ist so ein bisschen, ich kriege hier so ein bisschen die Energie des Narren rein. Hier beginnt etwas von Neuem, hier beginnt eine Reise von Neuem. Hier möchte man gemeinsam mit dir auf Reisen gehen, dieses Leben und diese Liebe leben. Das ist so die Energie des Buben. Ist so ein bisschen, da steckt noch was in den Kinderschuhen. Hier möchte etwas neu gestaltet werden, kreativ gestaltet werden, besser als zuvor gestaltet werden. Hier könnte auch jemand jünger sein als du, ne? Das könnte hier dieser Altersunterschied sein, den ich schon angesprochen habe. Und hier möchte wieder was in den Ausgleich kommen. Hier möchte was in den Frieden gebracht werden und dann möchte man gemeinsam auf Wanderschaft gehen. Hier ist schon jemand, hier macht sich auch jemand schick, ne?
Also hier so ein Tüchlein drum, ein Hut, ne? Also hier zieht sich auch jemand extra schick für dich an, wenn man sich hier begegnet. Lasst euch nicht vom Außen beeinflussen. Die haben gar nichts zu sagen. Die sind in ihrem eigenen Mangel. Die sind nur neidisch. Lasst euch ja vom Außen nicht beeinflussen. Na, das sind ganz niedere Energien. Und dann habe ich ja als erste Karte Joy, die Freude. Also es gibt hier wieder Grund zur Freude. Na, es gibt hier wieder Grund zur Freude. Der Nebel wird sich hier lichten. Es gibt hier wieder Grund zur Freude. Werdet euch auch sowas von freuen, wenn ihr euch wieder seht, wenn ihr euch wieder begegnet, wenn ihr hier wieder miteinander Kontakt habt. Ihr habt euch auch viel zu erzählen. Na, also du hast vor allem viel zu erzählen. Na, also es wird hier Grund zur Freude geben, wenn ihr euch hier wieder begegnet. Und dann habe ich hier die Passion, Passion, die Hingabe. Ihr werdet euch dieser Verbindung, dieser Liebe hingeben können. Ihr werdet wieder das Aufblühen erleben. Ihr werdet beide in dieser Verbindung. Ich kriege so eine Jugendlichkeit rein. Als wird das Zeitrad zurückgedreht und ihr könnt noch mal ganz von vorn anfangen. Ich kriege hier Frühling rein. Ihr dürft euch auch der Freude dieser Verbindung hingeben, der Freude zueinander hingeben, dieser Liebe hingeben, dieser Zuneigung hingeben. Also es gibt hier Grund zur Freude, wenn ihr euch wieder begegnet. Und dann habe ich hier tief in deinem Herzen, kennst du bereits die Antwort, tu das, was für dich richtig ist. Also das wisst ihr, glaube ich, beide. Na, also hier wird sich ganz viel transformieren auf dem Herzen und auf der Seele. Und dann habe ich hier das Halschakra, da wird sich auch ganz viel durch Aussprache transformieren. Und dann habe ich hier das dritte Auge und es wird eine sehr lichtvolle, ein lichtvolles Treffen sein, eine lichtvolle Kommunikation sein. Hier wird sich, das ist auch sehr spirituell, diese Verbindung. Na? Herzchakra, Halschakra, drittes Auge. Da wird sich ganz, ganz viel transformieren. Ihr werdet ja auch erkennen, warum, wieso, weshalb das in der Vergangenheit so war und passiert ist. Also ihr werdet hier das Richtige tun und ihr werdet auf die Stimme eures Herzens hören, ne, und euch nicht beeinflussen lassen von Menschen im Außen. Ihr Lieben, wenn ihr jetzt wissen wollt, wie geht es denn hier mit diesem Menschen weiter? Wann kommt denn hier Bewegung rein? Was wird denn dieser Mensch tun in meine Richtung? Was denkt denn dieser Mensch über mich? Was fühlt denn dieser Mensch für mich? Wann wird denn hier die Bewegung stattfinden? Und wie solltest du dich denn am besten in dieser Verbindung verhalten, damit das Ganze positiv voranschreiten kann? Dann lade ich dich ganz recht herzlich ein, mir auf Vimeo zu folgen, zu dem weiterführenden Reading. Den Link dafür findest du unten in der Infobox und ich pinne dir das auch nochmal in den Kommentaren an. Wenn wir uns dort wiedersehen, würde ich mich ganz, ganz sehr freuen. Und allen anderen wünsche ich einen wundervollen März. Macht's gut, ihr Lieben. Bis bald.